und Platz haben. So, hier ist. Hier ist doch wieder sehr schön. Hier ist ordentlich Wald. Dann setze ich direkt nochmal eine Baracke. So. Auch wenn das jetzt vielleicht ein paar viele Baustellen sind, das ist mir gerade eigentlich relativ egal. So. Hier können wir ja Wege hin machen. Hier ist ja eh nichts, was wir gerade groß bauen wollen. So, hier den Wald, den mache ich weg. Das heißt, da kommt eine Holzfällerhütte hin. Und hier noch ein Sägewerk. So. Und ich glaube, jetzt habe ich langsam auch keine Bauarbeiter mehr. Hier ist übrigens, ich glaube, das war früher auch nicht, aber glaube ich, alles auf einer Seite. Hier sind jetzt die Werkzeuge, beziehungsweise Waren. Halt, Bretter, Steine, Werkzeuge, alles. Die Liste der Siedler ist dann extra. Dann haben wir Bauarbeiter noch 4 Stück. Och, das ist ja, das geht ja doch. Wie viel Holz haben wir? Bretter haben wir noch genug. Da kriegen wir ja da oben auch wieder mehr, aber bis das fertig ist, naja. Und natürlich die Militärsteuerung. Das war, glaube ich, auch auf einer extra Seite. Erkunder sieht. Aha. Gut zu wissen. So. Was ist das? Ein Bauer. Okay. Also die Symbole kenne ich selber noch alle gar nicht so. Da muss ich mich noch zum Teil dran gewöhnen. So. Bauernoffice im Bau ist aber auch fast fertig. Das ist sehr gut. Ich finde schade, dass man im Bau keine Prozentanzeige hat. Ich wüsste auch nicht, dass man es umstellen kann. Sondereingabe, Spieleinstellung. Nee. Soweit ich weiß, nicht. So, der Bauernhof ist fertig. Der Brunnen ist noch gar nicht. Doch, der Brunnen ist fertig. Ach klar, der hat ja die Produktivität wird ja angezeigt. Und eigentlich könnte ich jetzt auch, wo ich noch 5 Bauarbeiter habe, das Eisenbergwerk, das Kohlebergwerk. Ah, das hängt natürlich da oben so weit weg, aber naja. So. Und dann baue ich hier direkt die Eisenschmelze hin. Eisenschmelze. So, und hier baue ich dann... Oh, Entschuldigung, da habe ich außerdem meinem Finger vor das Mikrofon gehauen. Hier baue ich eine... Schlosserei war wo? Ja, eine Schlosserei hin. Ja, jetzt blicke ich. Ah. Okay, hier oben ist das jetzt irgendwie ein bisschen blöd im Dunkeln. Da sieht man nicht sehr viel. Nun ja. So, hier ist auch Eisen. Dann könnte ich eigentlich. Das tue ich auch. Hier reiße ich die Fahne ab und setze hier. Rufe einen Geologen. Weil hier noch nicht steht. So. Kurz die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Ich hoffe, dass er hier Eisen findet. Das wäre natürlich sehr schön. Sonst reiße ich den Weg ab und guck mal. Hier war, meine ich, auch Eisen. So, da ist der Geologe. Eisenerz gefunden. Sehr schön. Eisenbergwerk. Dann könnte ich das... Nee, das Kohle doch... Kohlebergwerk könnte ich theoretisch weiter hier rüber. Ich weiß nicht, kommen wir... Ja, das ist doch sehr schön. Das ist zwar eigentlich etwas Verschwendung, aber egal. So, hier hau ich nochmal eine Holzfällerhütte hin. Das war klar, dass es nicht passt. So, Eisenerz gefunden. Gebäude errichtet, Baracke, Holzfällerhütte, Bäckerei, Baracke besetzt und Eisenerz gefunden. Ja, der Geolog könnte sich jetzt auch... Ach, da. Naja. So. Wie viele Bauarbeiter haben wir? Einen Bauarbeiter. Oh, das ist natürlich... So, was haben wir denn hier? Der Bauernhof ist fertig, die Bäckerei ist fertig, die Mühle ist fertig. Kriegt die Bäckerei denn schon? Ich wird das hier... Das wird gar nicht mehr angezeigt, glaube ich. Benötigt... Ach doch, hier. Benötigte Waren. Der Brunnen produziert die Mühle. Gut, der Bauernhof auch. Kohle gefunden, da oben. Umma. Einem
sehr, ja, talentierten Let's Player gerecht zu werden, wie würde er hier sagen? Kohle, 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 Kohle. So, Militärgebäude besetzen, sehr schön. So, einmal Set richten und ich weiß nicht, soll ich hier, ich schicke hier hinten mal einen Geologen hin. Schaden kann es ja nicht, außer dass es mich nerven wird mit 5000 Meldungen, aber nun ja. So, wie weit sind wir? Die Karte kann man natürlich nicht verschieben, scheinbar auch nicht verkleinern, weil die ist mir etwas zu, naja, zu groß. So eine Baracke. Ich hoffe, ich erreiche das jetzt gleich noch nicht, weil ich wollte. Oh, hier ist scheinbar auch ein See. Naja, ich wollte auf jeden Fall die erste Mission etwas herauszögern. So, ich habe auch gelernt, das wusste ich bei, oder zumindest weiß ich gar nicht mehr, dass ich es wusste, wenn dann. Umso mehr unterschiedliche Waren da sind, umso produktiver arbeiten die. Das wusste ich noch nicht. Oder es ist mir nicht mehr eingefallen. Ich weiß es nicht genau. Ist ja auch egal. Die Karte stört mich jetzt ein bisschen. Was ich sage, ich bin total verwirrt. Also das ist ja Spielen und gleichzeitig Labern. Ist echt schon. Warum habe ich hier nicht? Das ist ja Wahnsinn. Ist echt schon schwer. Also ist nicht das Einfachste. So. Kann man, nein, kann man nicht. Also, ich wollte die erste Mission etwas hinauszögern, weil ich finde, die erste Mission ist schon schön. Man hat auch, wird auch ein bisschen in Ruhe gelassen, man kann sich ein bisschen was aufbauen. Hat zwar noch nicht alle Gebäude, wie die Wachstube ist das, glaube ich. Dann, ja, diese zwei, das Katapult und den Wachturm. Die Festung auch noch nicht und die Schweine- und Eselzucht scheinbar noch nicht. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, Gebäude errichtet, Holz verlötet, Kohle gefunden, Gold gefunden, Gold, Gold ist schön. Dann könnten wir auch, könnte ich eigentlich hier oben, das tue ich auch, hier noch meine Holzverleute hin, hier noch mal eine Baracke. So, die Holzverleute reiße ich dann gleich wieder ab. Den setze ich, ach hier ist. Komm, setze ich hier noch eine Holzfällerhütte hin. So. Ja, das ist klar, dass es nicht geht. Dann reiße ich die Fahne ab. Und die Fahne auch. So. Noch eine Holzfällerhütte und setze hier schon mal ein Goldbergwerk hin. Dann können wir nämlich unsere Soldaten auch schon theoretisch ausbilden, falls es das Gebäude schon gibt. Schlosserei, Schmiede, Münzprägerei, ja, das gibt es schon. So, dann brauchen wir aber natürlich noch mehr Kohle. Dann baue ich noch mal ein Kohlebergwerk. Ja, so langsam kriegen die auch Essen. Jagdhaus 65%, naja, das geht ja. So, hier oben wollte ich, glaube ich, noch ein, genau, da setze ich das mal hier hin. Noch ein Jagdhaus. Ist zwar relativ weit weg, aber hier oben ist eh nicht viel. Von daher geht das. So. Und dann könnte ich hier hinten nachher. Nein, das Jagdhaus baue ich, oder? Ja, ich lasse die Baracke hier bauen. Das Jagdhaus ist natürlich jetzt auch alt. Dann baue ich das hier hin. Denn ich habe noch was anderes vor. Das werde ich euch sofort erzählen. So, dann erst einmal den Weg wieder abreißen. Und zwar möchte ich das Wäldchen hier wegmachen, die Wege neu legen, damit es nicht eins im Bogen ist. Und dann hier nochmal Nahrungsproduktion aufbauen, falls wir so weit noch kommen. Denn ich glaube, ich zögere es doch nicht viel raus. Es gibt ja genug Missionen. So, da haben wir eine Baracke besetzt. Die ist hier unten. Sehr schön. So, bringt wahrscheinlich nicht viel Platz bei dem. Aber dann baue ich hier mal
Ja, eine Fischerhütte. Nee, da hinten lasse ich. Jetzt die Frage, reiße ich die Baracke ab? Ich riskiere es, die Baracke abzureißen. So, beim Alten ging es, glaube ich, dass man die abreißen konnte und solange da Gebäude standen, blieb und natürlich kein Gegner da war, blieb es bestehen. Aber das weiß ich gar nicht. Ich speichere erstmal. So. Nennen wir es Let's Play. So, Let's Play 1.0. Ein Punkt geht nicht, dann machen wir einen Strich 0. Denn ich mache öfters, also gerne mehrere Speicherstände und mache dann 1.0.1.1, halt wie eine Versionsnummer. Und ich riskiere es einfach mal. Ich reiße die Baracke ab. Ich habe ja gerade gespeichert. Ja, und es klappt natürlich nicht. Dann laden wir doch einfach mal. Spiel laden. So. Sehr schön. Ein Jagdhorst. Alles klar. Ich stelle mal wieder das Spieltempo hoch. So, was? Ja, Gebäude errichtet, Holzfällerhütte. Welche? Die. Sehr schön. Und ja, ich spiele immer mit Symbolen an. Irgendwas stimmt mit meinem Headset heute nicht. Also es ist irgendwie ziemlich ungemütlich. Ich probiere es nebenbei hier mal zu richten. Immer mit den Symbolen an, damit ich einfach generell auch sehe, wie viel Platz ich noch habe und so weiter. So, dann bauen wir doch nochmal die Baracke. Eine Holzfällerhütte. Die ist auch fertig. Kohlebergwerk ist das zweite fertig. Und ein Jagdhaus ist fertig. Das da oben, das ist sehr schön. So, die haben nichts zu essen, die haben Essen, das ist sehr schön. So, eine Fischerhütte. Die ist noch im Bau. Alles klar. So, dann kann man es jetzt. Jetzt ist sie fertig. Sehr schön. Dann kann man es jetzt eigentlich erstmal so belassen. So, ich will jetzt gerade mal. Komme ich jetzt irgendwie? Nein. Das ist schade. Aber scheinbar der Steinbruch, ja. Gut, dann baue ich nämlich Kohle. Hier war doch, glaube ich, Granit. Ich schicke nochmal Geologen ein, zwei Stück. Egal, das Kohlebergwerk lasse ich jetzt da. Oder? Ich weiß es noch nicht. Das überlege ich mir noch. So, das Eisenbergwerk kriegt scheinbar noch nicht genug zu essen. Verteilung aller Waren. Nahrung für Getreide, nein. Für Nahrungsmittel, da hatte ich es doch. Eisen, Gold, Kohle, gut. Gold ist für mich nie so wichtig. Deswegen lasse ich es eigentlich mal am niedrigsten. Kohle gefunden, sehr schön. So, und dann reiße ich das mal ab. So, dann haben wir nämlich Kohle. Kohle. Ein. Das ist Kohlebergwerk. So. Find Granit da, bitte. Jawohl, Granit. Dann baue ich direkt noch ein Granitbergwerk. So, Militärgebäude besetzt. Das hier oben. Sehr schön. Ja, Granit gefunden. Das ist mir jetzt egal. So, und da sind wir schon fast am Portal. Und wie ich es mir doch dachte, ist da Wasser. So, oh, die sind aber fleißig hier. Also ich glaube, 25 Baumstämme, da baue ich hier nochmal schnell ein Sägewerk hin. Einfach damit es etwas schneller geht. Ist mir jetzt egal, dass es nicht hier oben ist, das ist ja. So, die Holzfällerhütte reiße ich dann auch schon wieder. Ach, nicht produktional. Die reiße ich dann schon mal wieder ab. Und ist hier irgendwelche wichtigen Güter an? Nein. Er trägt das gerade noch weg. Sehr schön, leg's ab, weil ich weiß nicht, ob sie dann verschwinden, wenn ich es jetzt abreiße. So. Goldbeerwerk. Fahnen abreißen. Und einen Weg hier rüber. Sehr schön.